Tja, und damit dunkle Grüße und willkommen zurück zum krassen 12-Stunden-Stream. Was wird es heute geben? Ja, das nächste Überraschungsspiel steht parat. Ich musste fix, ich hatte länger gedauert gerade die Pause, weil ich hatte vergessen, dass es schon 16 Uhr ist gleich. Ich muss Katzen füttern, also noch fix erledigt. Und dann noch fix meinen Controller raussuchen, denn wir spielen zwar wieder am PC, nicht mehr auf der Switch, aber ein Spiel, wo ich halt dann einfach mal aus Spaß und Freude den Controller benutze. Das tue ich nicht bei vielen Spielen tatsächlich, eher bei sehr wenigen, aber dieses hier, glaube ich, ist sinnvoll. Wusch, wir mal rüber ganz kurz. Die Musik hören wir bereits gerade, die ist ganz schön laut, wieder mal. Moment, Padouts. Bild. Bild bitte. Ich bekomme gerade kein Bild rein. Machen wir es weiter. Leiser noch machen, das gibt's doch nicht, wie laut das ist. Ich komme gleich auf das Bild zurück. Hä? Und warum PC nicht erfassen? Spiel. Ah, weil Spiel keine Vollbildanwendung ist, offensichtlich. Okay, cool. Vollbild eingestellt. Nimmt er nicht. Jetzt hat er's. Ah, jetzt haben wir's. Haha, gut. Hades 2, liebe Leute. Hades 2, jawohl. Im Early Access, ich habe Teil 1 gesuchtet. Ich bin normalerweise nicht so der Roguelike-Fan tatsächlich. Aber Hades auf der Switch, mega, mega, mega geiles Spiel. Heute nur ein kleines Reinschnuppern. Das Spiel ist im Early Access auf Steam aktuell erhältlich. Soll jetzt bereits vom Umfang her so groß sein wie das Originalspiel und soll noch das Doppelte kommen. Deswegen dachte ich mir so, ich hole es mir dann doch schon mal als Early Access, obwohl ich es eigentlich erst als Vollversion holen wollte. Aber ist egal, das Spiel war so geil, holen wir uns. Mega. Samira, werd langsam los nach Hause. Wann hast du erst ins Zocken geplant? Hiernach quasi. Vielleicht einer bis zwei Stunden tatsächlich, Samira. Und ja, ich muss anpassen, du hast recht. Wollte ich gerade machen, aber danke für den Hinweis nochmal. Hades angepasst. So. Also, viel Stunden mal rein ins Spiel. Ich werde es vorläufig nicht als normale Display-Reihe bringen. Es wird also jetzt hier auf YouTube auch angezockt laufen auf jeden Fall. Zum einen, weil es Servus Early Access ist, zum anderen, weil ich ja alles voll habe mit Spielen aktuell. Ist es alles komplett überladen. Und ich wollte es aber trotzdem irgendwie zeigen. Und das war der perfekte Zeitpunkt heute, das mal auszunutzen, das zu tun. Und wir schauen einfach mal, ne? Und wenn das Spiel dann irgendwann aus dem Early Access rauskommt, werde ich es auch vielleicht mal als Let's Play ringen. Wobei ich nicht weiß, ob ich dann von vorne anfange, weil ich werde es bestimmt ein bisschen weiter sein, weil ich werde es auf jeden Fall auf Steam auch weiterspielen. Wenn ich schon mal Early Access habe, werde ich bestimmt weiterspielen. Muss ich dann gucken. Aber erstmal so weit. Ab dafür. Was wird so leise, war klar irgendwie, oder? His past caught up with him. But gods do not go quietly, and history repeats. So this tale was only a matter of time. Matter of time. Whoosh. Death to Kronos. Kronos muss fallen. Warte mal ganz kurz, kann nicht sein hier, dass ich es. Option war so leise, so laut gewesen noch, und hier ist wieder, ich meine, klar. Ich fühle das. Spricht nicht ganz dem, was es eigentlich ist. So, mal gucken. In Hades 1 spielen wir... Genau. Spielen wir den Sohn von Hades, der aus dem, Hades in der Unterwelt entkommen will, um seine Mutter zu sehen und keine Ahnung was, weil er... die Mutter ist halt Persephone. Warte. Euridi. Persephone? Persephone, ne? Da war ich, glaube ich, Mutter gewesen. Die ist halt nicht im Hades bei seinem Vater. Die haben sich gestritten, getrennt. Er wollte rausfinden, warum. Aber der Vater hat ihn aufgehalten, dahin zu gehen. Da musste er aus dem Dungeon raus. Da ist er gestorben. Roguelike halt, von vorne anfangen. Wiedergeboren im Hades und so weiter. War sehr cool gemacht als Gameplay-Loop und auch von der Geschichte her. Was uns hier erwartet, weiß ich storymäßig gar nicht. Aber offenbar hat es mit Kronos, also dem Originalgott quasi, in der griechischen Mythologie zu tun. Der Vater von Zeus. Den Zeus nachher gekillt hat und so weiter und so fort. Aber ich weiß hier nicht von mehr. So, Angriff hier, Angriff da. Okay, ich habe drei Angriffe und den Wuschangriff. Ich überlege gerade, in Hades 1 hat, glaube ich, bloß zwei Angriffe, nicht drei.
Aber es spielt jetzt schon super smooth. Geil. Geil. RB und... Wie, was ist denn... Was ist denn... Soll das X sein, das Pentagramm, oder was? Ah, aber nur RB oben, okay. Keine Ahnung, ich spiele so selten mit Xbox-Controller. Vor allem jetzt habe ich ja Switch und Steam Deck und das ist ja auch jeweils unterschiedlich von den Angaben. Oh ja, mach das mal. Aua! Ach so, ist aber eine Mana wiedergestellt. Hier sehe ich so unten links ist Pentagramm bei meinem wahrscheinlich Mana-Leiste. Okay. Okay. Aber schon mal stylisch und musikalisch so geil wie der Teil 1. Ups. Weiß nicht, was das hier macht. Ich habe keine Ahnung. Ich mach's einfach. Lass mich. Ich will nicht sterben. Ich bin... Wie auch immer. Und ich stirb aber nicht. Ups. Hahaha. Bah. Raus. Stirb. Ja, Gold. Oh, das ist schön. Ich mag Gold. Aber ich krieg nicht mein Leben nicht. Das ist schon mal schlecht. Akzeptieren wir. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Jetzt nehmen wir uns wahrscheinlich wieder eine göttliche Gabe. Look, we can't get to the Titan, but if you truly mean to stop him, then the least I can do is light your way down. Okay. Die Kraft von Apollo wird uns geliehen. Übrigens interessant, ich bin der Meinung, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, auf der Switch damals war es sowas wie alles in Englisch hatten. Also auch die Schrift war, glaube ich, Englisch. Hier ist alles auf Deutsch. Bin überrascht. Multiplayer? Nein. Sehr unwahrscheinlich. Das ist ein reines Singleplayer-Spiel. Nur Kachi. So. Hier können wir uns jetzt immer alle paar Level, wenn es wie im Original ist, wovon ich ausgehe, ein paar Boons, ein paar Gaben von den entsprechenden Göttern aussuchen, die zufällig sind. Und geben uns halt entsprechend jeweils einen neuen Spielstil und so weiter und so fort. Ah gut. Blenden. Angriff, größter Bereich Schaden. Schade ist höher, ist mal geil. Ich weiß nicht, was ein Bandkreis überhaupt macht. Wird offenbar für mächtige Omega-Aktionen benötigt, die ich nicht kenne. Nehmen wir mal erstmal Nova-Schlag, das ist straightforward, damit kann ich was anfangen. Passt. Keksi, so gute Grüße! Hades 2, letztes Jahr durchgespielt. Ich spiel's gerade zum ersten Mal. Kann man das schon durchspielen, ja? Also im Sinne von, du kannst den Early Access durchspielen, also das Spiel an sich ist ja noch nicht zu Ende, ne? Hab erst eben gemeint, dass es ja irgendwie so wäre. Dass das Spiel schon recht weit ist. Viele Sachen hat. Aber eben noch mehr kommen soll, eine ganze Menge mehr kommen soll. Wieso quälen? Let's begin. Hui. Okay. Oh, ich kann auch gedrückt halten, sich gerade. Awesome. Das verbraucht also meine Magiepunkte. Okay, cool. Ist aber nicht so geil. Nicht drückt halten, lieber. Papapapau. Nein, du mich nicht treffen. Das wäre gemein. Fülle ich jetzt irgendwie wieder auf meiner Magie? Ich weiß auch nicht, was der Kreis macht, der Bandkreis. Ob es jetzt noch auf, wenn wieder da ist, so auf, wenn meine Magie wieder da ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie scheint mir das nicht so. Okay. Oh nein, Werbung, wie frech. Einfach so. Nee, kommt noch einiges hinzu, will nicht spoilern, aber einen Bereich kann man quasi durchspielen. Okay. Ja, sowas meinte ich auch. Plus 5. Plus 5 von irgendwas. Inventar habe ich auch neuerdings. Okay. Asche. Gewöhnliche Bedingung für den. Okay. Ah ja, jetzt kann ich wie Teil 1 hier aussuchen. Gehe ich dahin, wo es diese Ressource gibt, also Asche, wie es aussieht, oder diese Ressource hier. Da ich Asche bereits habe, gehe ich mal da lang. Ich habe echt keinen Plan, worum es hier geht in Teil 2. Das sind die Wähler, habt ihr gehört, ne? Die wählen irgendwas. Ah. Mit Sammler-Items diesmal sogar. Ey, das Spiel ist das Gefühl, dass es noch ein viel geileres Spiel ist, Teil 1. Aua. Oh, mein Leben ist wieder voll gewesen. Jetzt sind sie wieder nicht mehr voll toll. Voll toll. Gibt es die bei den Pflanzen gerade regeneriert? Ich weiß ja nicht. Man hat doch keine Sammel-Items, sondern bloß...
Kann ich Metall machen? Nein. Wahrscheinlich bloß, wenn ich, aua. Wenn ich, keine Gegner mehr habe. Ja. Und das ist jetzt... Plus 10. Psyche. Wird's, ach so, das sind wahrscheinlich Sachen, die ich ausgeben muss, um dann meine Skills zu verbessern. Und nein, habe ich gepflückt. Nichts zum Heilen gewesen. Okay, okay. Das hier ist mehr Leben für mich. Das hier ist wahrscheinlich eine magische Fähigkeit, die ich kriegen kann. Okay, okay. Oh, danke, danke, Kixi. Dankeschön. Schon ein krasses Jahr rum. Krass. Wolltest du ja nicht ausreden, aber nur gefragt haben. Ach so. Natürlich. Hui. Kommt doch, zeigt euch. Lass das, aber du vorhast, das will ich nicht. Zack, 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 bumm. Pow, peng. Und tschüss. Ah! Wow, 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 Laserschwerter. Doch, ewig kein hartes Gespiel. Ich bin aber trotzdem noch einigermaßen im Flow des Spielprinzips drin. Soweit, so gut. Ja, damit. Schön, ein paar Leben. Welcher Gott war das noch gleich? Das kommt schon ein Boss, wie es aussieht in der nächsten Ebene. So ein Zwischenboss wohl, ne? Aber nein, quäl nicht. Ich habe mir vor mir selbst Spaß gemacht. Das klingt komisch, aber nehmen wir so hin. Das Spiel ist halt viel grindiger bis... Das Spiel ist halt viel gegrindet, so rum. Bis man alle Skills und so weiter hat, viel Farm etc. gibt noch andere sammelbare Sachen und wie gesagt, nicht zu viel verraten. Verstehe. Habe ich ja auch schon gesehen, man kann Dinge tatsächlich sammeln. Also Teil 1 war ja eher straightforward, du läufst durch den Dungeon durch, kommst so und so weit mit den verschiedenen Boons, die du hast, bist dann tot, fängst von vorne an, hast ein bisschen Geld gesammelt, um deine permanenten Skills abzugraden. Das ist hier offenbar noch ein bisschen mehr mit Sammeln, keine Ahnung was alles. Das ist schon mal ganz cool, das catcht mich ja immer sowas. Finde ich in Ordnung. Ja, ein paar Aktionen waren assi, das stimmt wohl. Ah, verdammt, verschasse gut. Nein. Au. Ich finde es irritierend, dass dieser Bash-Move auf dem A-Knopf liegt. Ich würde es irgendwie auf Rücktasten haben. Muss ich vielleicht noch mal Zeit für mich ein bisschen konfigurieren. Aua. Fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, so. Weiß immer noch nicht, was der Bandkreis macht, aber ist egal, ich mach ihn einfach. Verdammt! Aber da kann ich auch mal nicht rübergelaufen, sehr schön. Gut zu wissen. Blöder Baum, der im Weg war. Da freckst du was. Dann noch ein Lebensbalken, dann Lebensbalken? Ach nö. Da ist der Baum wieder. Blöd, blöd, blöd. Gut, alles läuft. Ja, geil, wenn ich beim ersten Try das Ding noch mal durchspiele, wa? Hahaha. Wenn ich nicht schaffen, ist klar, aber. Geil wär's. Was macht bloß der Bandkreis? Kriegst du, kannst du mir sagen, was der Bandkreis macht? Ich hab keine Ahnung. Nullo Ahnung. Verdammt, das war doof. Gelähmt? Was ist los mit der? Der macht nichts mehr. Stirb, stirb, stirb. Foul Spirit. Man kann extrem viel aus seinem Charakter machen, also was ihn aufbauen. Okay, cool. Ja, aber du kommst zu spät. Ach nö. Aber Kurin ist immer noch nicht da. Eine Stunde später, als sie da sein wollte, ist sie noch nicht da. Im Prinzip ja. Man wird belohnt dafür. Das ist richtig. Aber das Ding ist ja, es ist so ein bisschen wie Monster Hunter. Also es ist ja ein Roguelike. Letztendlich ein Roguelike basiert im Prinzip auf der Idee, dass du halt dich selbst verbesserst hauptsächlich. Das Spiel selbst gibt dir manchmal ich komme mal verspielern, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger Hilfen, umso mehr du machst, aber manchmal einfach nur die Anforderung, dass du selbst deine Skills verbesserst, die Gegner liest, wann sie was machen, wann du ausweichen musst und so weiter, dass du selbst besser wirst und dadurch das Spiel beim wiederholten Run immer besser machst und so weiter. Das ist halt eine sehr gute Mischung aus beidem irgendwo. Dafür, dass du zum ersten Mal spielst, ziemlich gut. Naja, ich habe ja Teil 1 gespielt. Also ich kenne das Prinzip im Prinzip. Ist zwar auch schon wieder 2 Jahre her oder sowas, aber ich habe es ja da gespielt und daher... Da ist offenbar ein bisschen was hängen geblieben. Das passt.
In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Melinoe. Und ja, danke. Kurin, da ist sie ja. Siehst du? Gerade von gesprochen. Sie hier oben. Sie haben nicht gesehen. War, weil du mir die rote Farbe von Kixi hast oder andersrum. Gar nicht gesehen. Ah, cool. Ja, ich soll sagen, dass Kurin noch etwas braucht. Was ist das dazu? Jetzt 20 Mal verrecke und dann Buff bekomme, klatscht man doch alles. Nein, so einfach ist es halt nicht, Nokachi. So einfach ist es nicht. Bosskämpfe! Wollt ihr einen Bosskampf? Wie? Moment. Guter Einwand. Ah, ich bin die Großnichte von... Enkelin von Demeter. Die sieht schon so alt aus. Was ist los mit dir? Götter altern hier offenbar? Pass auf! Guter Hinweis von Okachi. Ich mach mal einen Bosskampf. Wer Bock hat auf Bosskampf, unten bei Stream Avatars nebenbei, der schreibt, Ausrufezeichen, verbinden, nimmt sich eine der Klassen nach dem Leerzeichen und macht den Bosskampf mit. Okachi freut sich bestimmt. Ja, genau, Kixi, Finchet. Kennst du vielleicht von Varu? Der macht sowas ja auch regelmäßig. Mit Stream Avatars da unten. Also, Ausrufezeichen, verbinden, Leertaste, Ranger, Druide, Bade, Nekromant, Priester, Magier oder Krieger auswählen, um die Klasse zu nehmen. Und dann durch Befehleingabe gleich im Chat, wenn der Boss auftaucht, da im Screen-Menü, gibt's auf die Omme von euch, auf ihn oder so. In deine Spezialitäten fügen höheren Schaden zum bewirken Frost. Sehr schön. Dein... Ah, das ist mein... Ach, das ist der Bannkreis Omega. Mhm. Fügt Bonusschaden zu und folgt dir. Der macht Schaden? Kann man nicht so vor bisher. Aber Folgen ist geil. Dein Kurs auf meinen größten Schaden verursacht, aber plus... Oh, das ist nicht gut. Verbraucht Zeug. Das wäre nicht in Ordnung. Da habe ich so wenig von. Ich weiß nicht, wie ich dieses Magiezeug aufladen kann. Spezialität. Achso, das ist... Ah, okay. Y ist eine Spezialität. Ach ja, da. B ist der Bannkreis. Ah, okay. Muss zwischendurch immer mal Sachen für Steuer hier mache und fotokopieren. Das klang irgendwie ein bisschen nach Fun-Pirat von der Stimme. Warte, wer hat das gerade geschrieben? Oh, ist gerade zu mir passiert. Im Chat gibt's doch gar nicht. Ja, ja, Elitekin kommt irgendwann. Ach so, Kurin war das. Von Kurin war das. Okay. Alles cool. Muss auch gemacht werden. Und das ist jedenfalls der... X-Angriff sehe ich gerade, den ich hauptsächlich nutze zum Angreifen. Das ist ja doof. Dann nehme ich den Angreif, den Bannkreis. Desolation. Jetzt folgst du mir, ja? Der folgt mir gar nicht. Ah! Den kann ich aufladen, dann folgt er mir. Ah, da verbrauche ich wieder. Das ist ja doof. Der folgt mir nur, wenn ich ihn auflade und das geht nur, wenn ich Magie verbrauche. Ah. Danke fürs Abo. Warte kurz. Wir haben das. Bestimmt war es Kurin, wa? Pap, 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 pap. Stirb. Pap, pam. Ui. Lies euch, was da gemacht wurde, was da passiert ist gerade im Chat. Ende aus. Das war einfach. Ah, Mann, jetzt. Ich kann den Chat nicht hochscrollen. Das wäre ein bisschen nervig. Raus aus dem Spiel. Couch, verrücken in den Lurk. Onkel Benno ist im Lurk. Alles cool. Der Boss, ja, der Boss ist neu. Wo ich ihn her habe, weiß ich auch nicht noch. Ich habe einfach gegoogelt bei Stream Avatars von einer Weile und ein paar Bosse runtergeladen. Frag mich nicht. Irgendein Kirby-Pack offensichtlich. Und danke für die Abos von Kurin für Onkel Benno und offenbar von Kurin für Kixi. Dankeschön. 100 Feuer, super. Kuri, du hast bereits zwei Hype-Trains verpasst heute. Ich bin erstaunt, aber es gab tatsächlich schon zwei Hype-Trains. Krasser Scheiß. Ich glaube, es war nur Gold, aber ich nehme es trotzdem. Wie, du zwei Stück? Na, ich glaube, es sind Geschenk-Abos, um die es gerade geht, Varu. Nicht, Abos insgesamt. Ah, das war der achte Laden. Das war der Laden mit... Charon? Siehst du anders aus? Ah, ich habe hier einen Buden kaufen, wenn ich das Geld hätte. Habe ich aber nicht. Das hier ist... Ich habe das Leben dazu? Ich weiß es gar nicht genau. Ich mache es einfach mal aus Spaß. Eine zufällige Aufwertung, glaube ich. Genau.
Man kann die Boons, die man bekommt, auch nochmal, komme ich jetzt Menü? So, nach rechts klicken. Sehe ich aber gerade nicht. Meine Skills jedenfalls kann ich... Ah, hier sind sie. Nochmal aufleveln. Julio. Level 2 hier, Wetterchaos. Das heißt, Bannkreis ist jetzt noch stärker. Toll. Toll. War zu spät. Wie viel Steuer geht ab von 100 Subs? Ja, wer weiß das schon so genau? Cool, wir es rausfinden. Ne, ich habe nur 2 Bosse bei Steam Avatars. Mir werden die angezeigt. Was? Du hast aber andere Bosse. Du hast doch die Meisterhand. Du hast diese und jenen. Du hast doch diverse. Du hast doch mehr als 2 Bosse bei dir, oder was? Bin ich der Meinung. Aber er ist gesprächig wie irgendwie jeder Charon. Na ja, gut. Das ist Hades 2, Kurin. I'm in your debt, Lord Charon. These provisions surely shall make all the difference in my task. Mhm. What gold I find is yours. Nur die Hand und den Kürbis. Ach so. Der Kürbis ist aber standardgemäß drin gewesen, ne? Ich kann es dir gerade schlecht erklären, weil ich gerade nicht im Dings davor selbst sitze, Varu. Aber ich kann dir das gerne mal nachher genau gucken, wie es. Per se kannst du in den Shop, glaube ich, gehen, in Steam Avatars. Und dann in der Suche was eingeben. Das müsste eigentlich gehen. Insofern. Aber ich kann nochmal nachgucken nach dem Stream. Irgendwann. Morgen vielleicht. So, danke fürs drüber sprechen. Das war sehr wichtig. Ah, Poseidon. Verbesserung oder Poseidon? Mehr Boons, mehr Kombinationsmöglichkeiten oder die, die wir haben, verbessern? Immer wichtige Entscheidung. Aber ich nehme mal was Neues. Das klingt falsch. Naja, ein bisschen vielleicht. Ganz ein bisschen. Au! Oh, das war doof. Aber gefühlt macht der Bannkreis hier wirklich Schaden. Ich weiß nicht, was der mir bringt. Ah. Laserschwertvieh. Ah. Nein, das sind zu viele auf einmal. Aua. Gleich bin ich tot. Jetzt. Yes. Ich nicht mehr lange überleben. Ah. Mach das nicht. Mach's halt doch. So. Ja, der Dreizack ist da. Okay, ich habe das schon geschaut, habe nichts gefunden, dachte schon, du hast was machen. Nee. Ich habe die schon aus Baukasten quasi genommen. Ich habe die nicht selbst gemacht. Nein. Wobei es an sich ja auch nicht das Problem wäre, in dem Sinne. Du nimmst die ja bloß irgendwie... Gut, ja, bist du so krass drauf, machst selbst so einen Sprite bei Steam Avatars und baust dir das Boss ein. Ich meine, so einen Baum... Die bekomme ich auch noch gerade so gepixelt, wenn es danach geht, ne? Weil ich glaube, du brauchst echt nur einfach ein Bild von irgendwas und kannst dann statuswerten Attacken und sowas selbst bearbeiten. Aber da bin ich nicht so drin, weil da bist du, glaube ich, mehr als ich drin bei Stream Avatars tatsächlich. You're one of my father's brothers, aren't you? Then help him. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Okay, dann ist sie offenbar die Tochter von Hades. Weil Vater von Hades und ist ja... Zeus, Hades und Triton, wollte ich schon sagen. Na, hier, Mermaid Man. Poseidon. Die Brüder. Was? Was? Krieg langsam die ungefähre Idee der Story. Die sind alle sehr alt, die Götter. Viel Zeit vergangen, heißt das seit Teil 1. Alle sind tot. Mein Vater und mein Bruder und meine Mutter sind gestorben. Das heißt, unser Held aus Teil 1, ich habe seinen Namen vergessen, ist auch tot, oder was? Irgendwer hat Schaden gemacht. Gut, bewegte Bilder ist aber was anderes. Aber theoretisch wird es reichen, einfach nur ein Sprite zu haben, was da steht. Als Bossgegner meine ich. Das kriegt ja jeder hin, theoretisch. Was findet irgendwo im Internet und dann raussucht, bla bla bla. Na gut. Poseidon fand ich am besten, wenn das Richtige kommt. Du meinst jetzt im Spiel 2, ja? Erstmal sehen. Drück Y, Spezialangriff auf Ausführung hatte gedrückt. Eine Woge. Also ich glaube, ich fand den Dash aus Teil 1 mit Poseidon ganz geil. Da war so ein Wasserdash. Aber das sehe ich hier gerade nicht. Als Auswahl. Seelenblase erscheinen. Stellt beim Berühren 20 Magie wieder her. Das klingt vernünftig. Das klingt nicht schlecht.
Vielleicht hier. Okay, aber nur Belohnungserhöhung. Ja, beim ersten Run vielleicht nicht unbedingt. Hier mal den hier. Ach, das passive Boost ist mein letzter. Jetzt habe ich dann B, X und Y hier was mit dem Buhn belegt. Jetzt kann ich nur noch passive Sachen bekommen und verbessern. Passt aber für mich. Schauen wir mal erstmal. Ja, er wollte dich heilen, er hat trotzdem geheilt. Alter Heiler. Ich weiß nicht, was das hier ist. Das sind wieder mehr Leben, ist klar. Das hier weiß ich. Ich brauche aber gerade Leben, sonst bin ich gleich tot. Also darüber gehen einmal. Ich brauche ja keine Magie, um aufzuladen. Das ist ganz cool gerade. Pau, 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 pau. Ja, geht wieder ein bisschen tapfer. Jetzt haben sie ihren Schutzschild immer auf den Leben drauf. Den goldenen Barren da. Zack, 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 zack. Was dazu? Ah! Nein! Das war knapp. Ey! Fuck, 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 fuck. Das war nicht so schlau. Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Komm. Das überleben wir noch hier, die Runde. Hui. Wird aber schon knapp, nur noch 5 Leben jetzt. Life. Life. Life ist wichtig. Life ist gut. Ja, keine Ahnung. Nehmen wir das. Hui. Piu, 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 piu. Nehmen das und das und das und das und das. Sehr schöner Angriff. Sehr schöner Angriff. Nicht gut. Poseidon halt. Awesome. Netter Dude. Bam, 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 bam. Nein, ich muss hier weg. Da. Ah. Banshee. Artig. Au. Na, so nicht hier. Ah, zwei noch. Ja, haben wir auch geschafft. Läuft. Ist ein geiles Spiel. Ist das Spiel schwer? Schwer zu sagen nach gefühlt 15 Minuten Gameplay. Teil 1 war schon recht anspruchsvoll, ja. Also ich habe sehr lange gebraucht bei Teil 1, um den letzten Boss zu legen. Also es hat schon Anspruch. Und du kannst das Spiel, wenn es wie in Teil 1 ist, davon gehe ich aus, nachdem du es einmal durch hast, immer noch weiterspielen, da man noch mehr kommt. Du kannst das Ziel noch selbst extra für dich schwerer machen, wenn es dann zu leicht ist. Also ja, ich denke schon, dass es schwer ist und nicht leicht und keine Ahnung was. Es ist schon eine Herausforderung, das Spiel, auf jeden Fall. Geld habe ich wenig, ich gehe Verbesserungen holen, nehme ich an. Und ihr habt den Boss besiegt, ja, Glückwunsch! Doch, hier ein Angriff-Trip doppelt und dann Angriff ist Kettenblitz. Oh, Kettenblitz? Aber doch nicht mit Poseidon. Das wäre ja eine Zeus-Sache dann, oder was? Ich kann mir nicht die Dinger unten nehmen, das ist komisch. Anpinnen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Charon hier im Petto, im Laden haben kann. Ob er auch Heilung dabei hat, weil ich habe 100 Geld. Eben hätte ich 150 gebraucht für einen Boon. Das hier hat aber eben gerade 50 gekostet, eine Verbesserung, aber ich komme nicht in den Laden. Ja, das Spiel wird sehr schwer eingestuft für mich persönlich. Okay. Movie. Ich meine, letztendlich, wenn man nach wenn man es drauf hatte nachher in Teil 1, dann bist du auch durchgerusht, auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Das ging dann irgendwie, ne? Das ist kein Ding. Aber das muss ich erstmal schaffen, da musst du erstmal einen Flow entwickeln und so weiter. Hier, Heilung, läuft doch. Das zwar nicht mehr, aber ist egal. Ich nehme an, das ist ein permanenter Bonus und kann jetzt fix aufladen, Dingens, aber ich brauchte sowieso Leben, das passt für mich. Also ja, ist schon nicht ohne das Spiel. Wir einigen uns mal darauf. Wer ist das? Eine Hexe. Erster Bosskampf. Richtiger Bosskampf. You reached the edge of Erebus already. PKT. You have surpassed my expectations, Milenoe. Danke. Thank you, Headmistress Hecate, for all your guidance and the compliment. Danke, danke. Muschas, danke. In my place, you'd have done the same. However, now is not the time for pleasantries. Ah. Just for a day. My capability. You'd have us face each other here.
even though my task has already begun. Machen wir sie fertig. Wir trinken noch ganz kurz was vom Bosskampf. Ja, wird spannend. Auch euch. In mir erwächst gerade ein ganz blödes Gefühl, und zwar das, dass ich jetzt offscreen, wenn ich mit dem Stream heute fertig bin, nur noch Hades 2 spielen will auf dem Steam Deck. Obwohl ich gerade immer mitten in der Diablo-Season bin. Ah, oh, hätte bloß zwei Persönlichkeiten und zwei Steam Decks, dass man parallel das gleiche und ach, egal. Das macht ja schon so Spaß wie das erste Ding. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gutes Spiel. Okay. Uah. Okay, das kommt dicht ran an mich, wie es aussieht. Ich weiß nicht so stark aus. Ah, okay, ich nehm's zurück. Aha. Fuck. Naja, Ah. Wo ist sie? Fuck. Das war nichts. Erwischt? Nein, natürlich nicht. Aua. Der Hackmann weiß überhaupt nicht, was der Boss drauf hat, was Attacken der macht und keine Ahnung was. Beim ersten Run ist das völlig schwierig, den da zu besiegen. Ja. Ich weiß nicht, was das hier macht immer noch. Das ist auch das Problem. Ich habe keine Ahnung, was mein B macht. Ich kann nicht sagen, dass da Schaden bei rauskommt, wie er da drauf steht. Müsste jetzt eigentlich Schaden nehmen, ist ja drin, aber passiert nicht. Na? Ja, ja, mach mal. Wo ist sie denn? Da. Ja, mach mal. Bin ich fast tot. Es wird nichts mehr. Ich treffe sie auch nicht. Aua. Wow. Nicht durchdrehen jetzt. Zweite Bossphase, ja. Oh. Ja. Hol dir noch ein paar mehr ran. Warum nicht? Nämlich heilen können, gerne schön. Dann bitte. Lass mal Heilung droppen, das wäre nett. Eieieiei. Ist das geil wieder. Das Spiel ist aber mega. Nein, kein Feuer, bitte. Ich bin feuerallergisch. Das tut weh, es brennt immer so. Oh oh. Und schon schießen was Neues auf die Leute. Nein, lass mich. Macht bloß dieser Kreis, ey. Ich habe einfach keine Planung. Ja, jetzt war ich so ziel mit dem Dingens irgendwie, weil vom Gefühl her ist das Xbox 360-Ding, was ich ja als Controller nutze, ein bisschen schwammiger beim Nicken Stick als Steam Deck oder Switch, die Controller. Nein, mach das nicht. Nein, lass das. Mafia Metroid, danke und danke für den Lurk und hallo, wie geht's dir? Ich hoffe, du hast einen guten Tag soweit gehabt hier am Samstag. Fuck, noch ne? Au! Iiii! Kalter Verlamp, nein! Ich bin dieses Schaf. Ich will hier raus aus dem Schafmodus. Bin ich scharf auf Schafe. Eieiei, scheiße. Au. Endlich. Ah, das war frech. Das war unglaublich frech jetzt. Schafmodus aktiviert. Spinnt wohl. Gibt es jetzt drei Bossphasen für jeden Boss oder was? Scheiße. Es wird mir das Genick brechen. Eieieiei. Ich habe genug zu trinken da, keine Angst. Ich mache gleich Pause, wenn ich das nächste Spiel mehr mache, dann fülle ich auch wieder auf. Haben wir alle? Ich glaube ja. Echt alle erledigen vorher? Ja, Tatsache. Ist okay. Hau einfach raus, ne? Eieiei. Hätte ich ein bisschen mal... Uah, nö. Ah, die prallen auch wieder ab. Scheiße. Das soll ich jetzt nicht kommen sehen, dass sie wieder zurückgehen zu ihr. Kacke. Ich bin kurz davor zu gewinnen, so ist es nicht, aber ich glaube, ich schaff's trotzdem nicht mehr. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt. Schön Abstand halten, dann geht das vielleicht noch.
Ah, Musik. Ah, war wegen Abstand. Scheiße. Sie mir teleportiert. Nur eine Kuh. Die falsche, ne? Ja. Wo ist sie denn? Da vorne. Bleib weg von mir. Ah, gleich haben wir sie. Sag ich, mach Mist. Da sieht's gerade aus. Ja, die falsche wird scheiße. Er braucht ein bisschen Glück, um die zu treffen, ne? Bei drei Kopien von ihr. Ah. Stirb schon. Stirb doch einfach. Ah. War sie das? Nein. Ah, das ist sie auch nicht. Oh, ein Pech gerade. Alter. You fought with diligence and with ferocity. But surely there is more for you to learn beyond this threshold. Ey, die ist gefühlt so viel krasser als die ersten Bosse im ersten Spiel an der Stelle. Und das ist ja der. Du wirst ja wahrscheinlich durch mehrere Welten laufen und diverse Bosse vor dir haben. Und das ist jetzt schon so anstrengend gewesen. Okay, es war der erste Kampf, ich habe ihn gewonnen. Das ist auch nicht unbedingt gegeben, weil man ja das Schema überhaupt nicht kennt. Aber boah, ey. Wenn ich mir gerade überlege, dass ich jedes Mal gegen die kämpfen muss, dass ich vorbei will. Fuck, die. Das ist krass. Das ist krass. Ja, steht am Ausruhen im Gegensatz zu dir. Wieso? Ich komme mich auch aus. Läuft doch. Aber schön zu hören. I look forward to it, Eieieiei. What about you? Can you not join me? Movement, ja, am Arsch Movement. Ich bin ja dabei, Brummi. Ist gar nicht so leicht. Das Problem ist ja, mein A-Dash ist ja, der lädt sich ja auf. Den kann ich nicht andauernd mal drücken. Ich muss da ein bisschen warten, bis er wieder machbar ist. Und der ist ja durchaus einfach. Continue now your task. I shall await your safe return. Thank you, Headmistress. Okay. I passed the test. Dinge gesammelt. Toll. Aber im ersten Run, direkt den ersten Boss besiegen, ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Habe ich damals in Hades 1 auf jeden Fall nicht geschafft. Da bin ich beim ersten schon fertig. Ich kam, glaube ich, nicht mehr zum ersten Boss, wo ich da gestorben bin. Down. Heilung? Ah ja. Ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier bin. Ich meine, bin ich im Hades? Offenbar nicht der Optik nach. Ach, wir gehen... Alles klar. Wir gehen runter in den Hades. Um den wäre mal mein Vater gekillt hat, zu killen. Schätze ich mal. Jetzt haben wir die Story. Ah. Immer alles kaputt hauen an so Fässern, weil selten lassen die mal Leben oder Geld fallen. Zumindest war es in Teil 1 so gewesen. Ob in Teil 2 auch, weiß ich nicht. Also im Gegensatz zu deins gehen wir jetzt den Hades runter und nicht hoch. Das ist interessant. Fast schon ein bisschen berechenbar, aber das finde ich ganz cool tatsächlich. Ach, da waren noch Vasen. Ist egal. Wie fortfahren. Lackers, was? Aber fortfahren hier? Stirb. Völlig unfähig zu handeln, der Typ gegen meine Attacke. Wie fast schon cheaten. Zack. Wobei, bei dir normalen Attacke auch sehe ich gerade. Also Einzelgegner sind nicht das Problem, wie es aussieht. Eher so, wenn... Ja, sowas. Wenn ein paar mehr kommen. Ich weiß aber... Ah, fuck. Nicht gesehen. Immer noch nicht, was das macht, das Kreisteil. Na, mach schon. Ah, au, was war jetzt? Mal komm, ich im Hades bin ich schon gut wie tot. Das gibt's doch gar nicht. Aua. Oh, jetzt versage ich aber. Volle Kanne. Ah. Meine Güte. Das ist ein anderes Level auf einmal an Gegnern. Boah, ey. Was für eine krasse Lernkurve hier. Was haben wir schon? Aber nur Geld. Okay. Lord Charon will want this. Völlig in Ordnung. Plopp. Oh, mit zwei Leben wird nicht mehr so viel passieren, schätze ich mal. Aber das Spiel macht jetzt schon richtig, richtig Spaß. Also ehrlich, das ist... Serpents. Absolut im Geist des Vorgängers. Mega, mega spaßig. Ah! Verdammt, diesen Ziel verfolgend. Die kam aber zurück zu mir. Oh, das war mein First Try hier. Aber geil. Leider geil. Oh.
back already. Ja, fand mich ganz gut mit 40 Minuten. Damn it. So. Anvertrauen. You might like it down. Oh, dicke Kröte. Danke. Komm ich hier runter? Achso, hier ist aber. Als wenn es irgendwie hoch wäre, aber es ist eben ehrlich das Ganze. Da, Tatsache. Hades. Die Mutter und der Held aus dem ersten Teil. Sind die echt tot? This old unfinished painting. Don't look away. Don't forget all that the Titan took from you. Hat er sie echt gekillt? Nein! Nee, warte, das ist nicht die Mutter, das ist seine Frau. Nee, doch, muss ja. Sieht ein bisschen, als müsste die Mutter von dem eher ehemaligen Typ sein und nicht das. Der Vater ist oben und das ist sein Sohn links und das ist seine Tochter unten in der Hand bei den beiden. Das kann aber nicht anders sein. Könnte man gerade so verstehen, dass die beiden jüngeren, kleineren Figuren da die Eltern sind, aber eher nicht. Eher nicht. Drink you fool. Ja, ich drink ja schon. Meine Fresse. Das ist Gamer-Credo. Kisten, Fässer oder Vasen müssen zerschlagen werden. Ja, schon. Percy, hast du recht, ja. Es kann Loot drin sein. Und wenn im ganzen Spiel nie was drin war, muss es trotzdem kaputt gemacht werden. So ist es. Aber ich weiß auch nicht mehr genau. Aber ich glaube, es gab da durchaus gelegentlich was. Buh. Die ist cool, bin ich lustig. Aber wäre echt krass gewesen. Okay. Hätten wir es echt geschafft, jetzt den ersten Run durchzuspielen, das wäre natürlich super cool gewesen. Dann wären die ganzen Story-Sachen hier unten gerade gar nicht passiert. Aber wahrscheinlich geht das gar nicht. Oder man ist total krank drauf. Which worked for me in context. And a solid haunting all in all, Dora. But I'd better run. Something I have to do. Toll. Then be gone. Ja, Entschuldigung. Ja, wohin? Ach, ich weiter. Es sieht aus, als wenn ich weiterkommen würde, aber man kommt weiter. Aber wieso sind nicht überall Geister? Wir sind doch gar nicht im Hades, sind noch in der Oberwelt gerade. Prüfen. The rivers overflowed back there. Okay, cool. Na, ihr Geisterchen, ihr? Come here. Zumindest habe ich sie besiegt, das ist schon mal ein Wehmutstropfen, den ich nicht habe. Betrachte. The crossroads. That haven hidden past the surface and the underworld conceals those still loyal to Lord Hades, rightful ruler of the dead. Okay. Together we'll retake my father's realm. Genau. Hallo, unbekannte Frau. Already hit a wall. Nemesis. Inkarnation der Vergeltung. It's insane that she's sending you out on foot all on your own. Ja, oder? Your skepticism's duly noted. Man kann ja halt rumlaufen, die Beziehung zu den ganzen Charakteren ein bisschen aufbauen, immer wenn man sie einmal trifft im Spiel, dann werden die jedes Mal ein bisschen vertieft und anders gemacht, bla bla bla. Eigentlich ganz cool, das war sehr, sehr, sehr geil in Hades 1. Und wenn es auch nur annähernd so ist wie in Teil 1, dann wird das hier genauso awesome. Hypnos. Hallo. We'll find a way to wake you, oh sleep. I promise. Alles klar, aber jetzt nicht. Hail. Hi. Tell me you killed the bastard. Ah, Odysseus. Drove your staff into his wretched skull, slid a dagger in his gut. Noch nicht. Yeah, not that he'd die from that. Works on mortals, though. Bin dabei. I've nothing to report, Odysseus. Not yet. Ich überlege gerade. Odysseus, glaube ich, den gab es nicht in Teil 1. Wobei man in Teil 1 auch bloß die Totenhelden gesehen hat. Wir hatten schon im Hades waren. Die ist ja. Ich weiß nicht. Wir sind in der Zwischenwelt. Wir sehen ja auch Tote. Also. Weiß nicht, ob jetzt ein toter Held ist oder ein lebender Held aktuell. Füttern! Hab nichts zum Füttern. Schade. Guck mal, da ist was Ägyptisches. Wird hier die ägyptische Mythologie auch noch reingemischt? Wäre ja cool. Braun. It's being purified. Okay, geht also nicht. Bin ja schon da. Hallo! It was a worthwhile first attempt, Milenoy. Mhm. I trust you'd have gone farther still had I not obstructed your path. Quite unsuccessfully, I concede.
Immerhin sieht sie ein, dass ich gewonnen habe. Und ich frage mich, ob dieser Dialog anders gewesen wäre, hätte ich nicht gegen sie gewonnen. You needed to ensure I was prepared, Headmistress Hecate. And I know there is much left to prove. Mhm. Just so. Trust well your instincts and your craft and continue the task. Death to Kronos. Auf jeden Fall. So ein Arsch. Death to Kronos. Oh, Grüßen sprechen. Be well, Headmistress. And you, Malinoy. Okay, was kann ich jetzt? Not right now. Was kann ich jetzt noch, um mich zu verbessern, ist die Frage. Also in Teil 1 gab es ja so einen Spiegel im eigenen Zimmer, wo man dann quasi ausgefundene Währung ausziehen konnte, um sich halt permanent zu verbessern. Das habe ich jetzt hier noch gar nicht gesehen. Wer kommt das denn noch, oder ich bin vorbeigelaufen? War ich ja auch schon. Husch, husch. Hier ist bloß Grübeln, hier ist aber kein irgendwie, was ich gerade gesagt habe. Mist. Es geht bestimmt bei dem Braun hier unten irgendwann, aber jetzt gerade auch nicht. Gut, dann gehen wir erstmal in die nächste Runde, würde ich sagen. Gucken, was da nun passiert. Oder aber, hier können wir uns aufpowern. Das dazu. Steigert deine Macht am Altar. My altar. Headmistress lent me the Arcana. Beim Kanalisieren deiner Omega-Aktion bewegt sich die Welt um dich herum für 2 Sekunden langsamer. Sehr nett. Ist jetzt immer so? Das ist jetzt ein permanenter Buff, tatsächlich krass. Ich kann es auch deaktivieren. Man kann es sich wieder schwerer machen, ne? Deaktivieren, fertig aus. Ich kann den freischalten. Beim Verlassen des Gebiets teilst du. Ah, ja. Mit mehr Leben ist eben auch ein bisschen leichter gehabt. Und bei weniger 30. Oh, 4 Leben pro Gebietswechsel ist nicht verkehrt. Und das hier. Bannkreise mehr Schaden zu. Das wird die Bannkreise dann auch wichtiger machen, tatsächlich. Ich glaube, ich gehe erstmal auf was Passives hier leben. Ich brauche 9 Asche, ich habe noch. 3, ich habe noch 9 so. The Wayward Son. The Wayward Son. Carry on mine. Und so. Einen dauerhaften Bonus von Leben und Magie. Auch immer sehr, sehr geil. Das ist Basic Knowledge. Bei 3 und. Krass! Eine Magie aufbrauche und schon macht alles von mir 30% mehr Schaden. Das ist auch sehr geil. Aber. Es wirkt alles sehr wenig hier. Ich habe dann 10 Dinge aktiviert, wobei ich kann 10 haben, aber ich sehe gerade bloß 9 zur Auswahl. Don't have enough for that. Oh. Mein Wissen steigt um 2. Je höher das Wissen, desto mehr Erkennung hast du gleichzeitig aktiv. Ah! Jetzt kann ich 12 aktiv haben. Okay, krass. Ich kann mich selbst nochmal buffen. Okay, mega. Und ich habe halt bloß aktuell bloß maximal 9 nicht kriegen können. Da werden wir welche finden müssen wahrscheinlich. Und dies und das und jenes. Jetzt kann ich 12 tragen. Also das Grüne für Charaktererweiterung und die Asche für die Arcanas selbst. Und dann nehmen wir den auch gleich mit. Sport und Version ist schneller. Das ist auch super. Dennoch fehlt bereits so das. Die Art und Weise, wie es in Teil 1 war, wo ich prinzipiell ist das, aber visuell so anders präsentiert, deswegen weiß ich nicht, ob es noch was anderes gibt vielleicht. Ah ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Waffen können wir nachher haben. Das ist unsere Waffe. In Teil 1 gab es, glaube ich, 5 verschiedene Waffen. Im Vanilla-Spiel auf jeden Fall. Oh. Eigentlich. Death to Kronos. Immer noch. See to that. No one is more prepared. Castiel ist gut, ja. Beyond the mists of Erebus, there should be a way down. Too risky heading through Elysium. Auch wenn Castiel die falsche Mythologie ist gerade. All right, it's time. It's time to go. Aber ich will noch gar nicht. Hallo? Okay, war nichts weiter. Du da! A battle lost. But this is war, young one, and you have many battles yet to come. The only question is, are you prepared to win? I'm not so sure here, so let's see you give me 20!
Ist das der gleiche wie aus Teil 1, nur gealtert und mit Bart? Weil in Teil 1 gab es auch so einen Skelettkrieger, der uns quasi als Dummy zur Verfügung stand und mit uns gesprochen hat. Nur seinen Namen vergessen. Ja, Angriff, klar, Spezialität, ja, drücken feine Fesseln. Ach, Fesseln ist das. So mache gibt es auch Schaden. Also er ist gefesselt jetzt im Bandkreis. Und kann sich entsprechend nicht bewegen. Also ich mache mehr Schaden mit dem anderen Dings nachher. Okay. Die Smiley sieht drumherum voll lustig. Sport ist auch klar. Ah! Ich kann gedrückt lassen und bin dann super schnell. Ah, das ist gut zu wissen. Das gab es in Teil 1 nicht. Ah, mega. Auch klar. Cool. Okay. Doch noch eine Sache jetzt gelernt, die ich nicht rausgenommen habe gerade im Spiel selbst. Nein, ich mach weiter. Haha. Hehehe. Tod. Mister ist er wieder. Ja, ich sehe. Toll. Ganz, ganz hammermäßig. Entspannen wir uns. Nein, ich will entspannen. Nie darf man sich in solchen Spielen entspannen. Das ist unglaublich. Ich glaube, da muss ich nach oben, nach unten. Ein paar neue Orte, okay. Komme ich dann nach unten hier oder ist das gesperrt? Auf, okay, da breche ich auf. Nach oben gehen. Geht nicht. Hier war auch noch was. Okay. Das sind, ist die Waffenwahl hier. Kann ich noch nicht machen, aber habe ich schon mal in Aussicht. Aber ein bisschen lahm auf den ersten Blick, dass ich hier einen Stab habe. Hier, naja, es ist eine Axt, aber auch irgendwie ein Stab von Art und Weise. Und hier nochmal, nur in Zweihand. Da fand ich die Waffen jetzt rein optisch ein bisschen abwechslungsreich an Teil 1. Aber es mag ja nichts heißen, die mögen natürlich trotzdem völlig anders spielen, so ist nicht. Egal. Hier ist auf jeden Fall die Waffenauswahl möglich irgendwann. Wir fangen wieder hier an, wo wir angefangen haben gerade, ne? Ist es. Und es sieht immer einen Boon zum Anfang. Ja. Sagen, den Run machen wir noch. Hestia. Oh, sehr alt. Okay. Die gab es in Teil 1 nicht. Übrigens. Ja, was seltenes. Ein seltenes Ding. Sieht extra daneben. Schön höhere Qualität. Du stellst da Sand, Mana wieder her. Höchst aber beim weniger Leben. Ah, Mana 10 pro Sekunde. Wow. Das ist heftig viel. Wenn ich jetzt öfter Magie einsetzen würde, was dann doch, ja, sinnig. Habe ich ja Magie generell hergestellt? Das kam mir nicht so vor, dass es überhaupt regeneriert ist. Ich nehme es direkt einmal mal. All of you gather round. Piu. Tatsache. Zack, zack, Mana wieder da. Mega. Mega gut. Yeah. Wiederherstellen. Lohnt sich voll. Sammeln? Was? Ich brauche Tools. Nein, da war noch was. Verdammt. Stirb. Stirb, 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 stirb. Nein. Na. Verdammt. Man muss echt aufladen, bis es aufgeladen ist und dann nicht vorher loslassen, sonst passiert gar nichts mit der Attacke. Das ist ein bisschen irritierend. Aber geht schon, wenn man es weiß. Kaputt. Asche. Aber im Prinzip ist das Spiel. Jetzt dieser Gameplay-Loop. Durchlaufen, neue Texte, neue Ansagen, neue Story und mehr Leben und so weiter. Alles besser machen. Immer wieder, aber es ist sauspaßig. Aber ich mache jetzt noch diesen einen Run, dann haben wir zumindest eine Idee, ich vor allem, aber auch ihr, von Hades 2. Und dann würde ich dann im Programmpunkt heute weitermachen. Es, Mana regeneriert ist aber mega stark. Mega stark ist das. Aber wie gesagt, da habe ich gar nichts regeneriert irgendwie gefühlt.
Jetzt zack, es ist alles wieder da. Ich mache super starke Angriffe. Awesome. Doubtless this one knows hatred, not just love. Love. In the name of Hades. Na? Why, hello, gorgeous. You look like you can break some hearts even without my aid. Aphrodite. Man, die ist immer noch jung geblieben. Your brother would be so proud, knowing you're fighting for your kin. Ja, na, wie geht's denn so? Ach, die muss halt so aussehen. Das ist Aphrodite, meine Güte. Na, Gegner 80% Schaden im Nahkampf. Mega. Auch mega. Aber gut, wenn ich 80% meiner Leben habe, habe ich immer 100% danach wieder voll. Das ist auch super gut. Bringt mir gegen Bosse nichts oder sowas, aber an sich super gut. Mein Trainingsgebiet reservierst du... Nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber es gibt eine generelle Macht von 5 dazu, ja. Nimm das hier. Ja, ich denke auch. Oh, Mana brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Gefühlt, Mana ist ja sofort wieder da. Wozu will ich jetzt Mana holen, oder? Also, uns das Gold mal sichern. Hahaha. Ah, schon geil. Ich bin so gespannt, die ganzen Goons noch was raus wird im Spiel. Wird super mega awesome. Haja. Geh weg. Au, au, au. Nein. Ich will keinen Schaden von euch haben. Wie schnell als ich es, habe ich nicht geahnt. Das war frech. Ich habe Schaden genommen. Ist nicht gut. Wir haben 146 Geld, also wenn wir jetzt Glück haben, gibt es ja mal 3-4 Geld oben drauf und dann können wir uns einen neuen Boon bei Charon kaufen, wenn wir ihn sehen. Da ist Geld. Sehr schön. 3. Und da ist genug für, was ich gesagt habe. Mega. Das Spiel ist richtig, richtig awesome. Was? Was ist nun los? Spezial irgendwas Herausforderung? Ich hab Pfeile gesehen. Ist hier Artemis unterwegs oder was? Track me down. Ist sie auf der Seite von Kronos oder was? Fies. Haha. Oder hilft sie mir bloß? Ach, die hilft mir. Oh, ich hab's gesagt. Die hilft mir. Mega. Da ist sie. The goddess of the hunt can effortlessly navigate to those woods. She's good. I'll give her that. Cool. Und solche paar Sachen passieren eben im Spiel, wenn man immer weiter von vorne spielt. Es wird immer was Neues geben, immer eine andere Art und Weise zu spielen, weil jeder Kampf, jede Runde neu ist. Zum einen andere Waffen, zum anderen eben andere Boons, andere Gaben der Götter, die die Waffen jeweils noch unterschiedlich verändern und beeinflussen. Das ist einfach mega. It's been too long, sister. Look at you on your great hunt. Not ideal circumstances, but you've finally begun. Know that the family has your back, surprised as they are about this. Meint jetzt Sister wörtlich oder bloß, weil wir auch beide quasi Götter sind? Weil ich weiß nicht, ob ihre Mutter auch Persephone ist, die Mutter der Natur. Kann durchaus sein. Bin ich mir gerade nicht... Nee, Quatsch, das wäre Gaia. Weil sie war die Tochter von Gaia. Persephone war die Tochter von Gaia und war aber die Frau von Hades und entsprechend ihre Mutter. Ich weiß aber nicht, ob Artemis auch da mit drin ist. No shortage lately of surprises on Olympus or below. It's good to see you, Artemis. But I must be off. Time's against us and all that. Time's an old fool, too busy besieging the mountain of the gods to sense the threat headed his way. Tja. Go get it. Here. Aber einfach so jetzt ein Gratis-Gabe obendrauf durch... Mega geil. Ein Bindensauger fesseln, erschienen Schaden zu fügen. Ja gut. Aufhören zu belästigen. Ach, Crit-Chance generell dazu und drauf, ne? Ich glaube, ich nehme die generelle Crit-Chance oben drauf. Samira ist zu Hause. Ach, sehr schön. Wie ist Samira? Hast du schon Hunger oder was? Oder hast du Bock zu zocken schon? Ich mache auf jeden Fall diesen Run hier zu Ende und... Oh, da ist ein Boss und da ist kein Boss. Ich gehe mal zu Aphrodite. Hehehe. Zack, 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 zack.
Pau, 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 pau. Stirb, 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 stirb. Die Wabern essen, okay. Und wenn Samira damit essen fertig ist, ich werde dann auch vielleicht was Essenmäßiges in Auftrag geben. Ja, aua. Pau, pau. Gib mal her. Was haben wir hier? Schaden im Nahkampf 100%. Achso, meine... Ach, mit Y dann. Wollte gerade sagen, das habe ich ja schon für... Das andere war für Y dann. Das hier, was ich schon vorher drin hatte, das will ich jetzt, glaube ich, nehmen, tatsächlich. Das ist doch ganz nett. Leben wiederherstellen. Beautiful. So muss es sein. Gabeninfo. Läuft. Ah, okay, ich kann sehr viele Arcanas haben, wie es aussieht. Sehr, sehr viele. Das überlege ich gerade, weil heute beim letzten habe ich halt so gemacht, ich habe dann hier gegessen in der Pause beim Stream. Heute werde ich mir was bestellen. Jetzt mit dem Stream bestellen ist auch ein bisschen blöd, ne? Pass auf, ich mache noch ein, zwei Sachen. Dann werde ich, glaube ich, anfangen Essen zu bestellen. Und dann, wenn das Essen da ist, solange zeige ich noch irgendwas. Und dann gebe ich das Stream-Päuschen. Verdammt, 200. Und mir fehlen zwei fucking Goldstücke dafür. Nein. Mist. Caron, was gibt's? Ach so, ja dann. Yes, my lord. I met Apollo, grandmother, Uncle Poseidon. I've known Artemis and Hermes for so long. I'm impressed they kept my secret from the others all this time. Ah. Auch ein geheimer Gott hier bei uns gerade. Ich könnte auch Verbesserung machen, aber... Ich glaube, es ist sogar besser, als das zu holen, weil ich habe ja schon alles von dir. Ich weiß, was es jetzt geben kann. Das ist nicht so, was mich super reizt. Verbessern wir einfach mal was. Herzschlag gelevelt, das heißt, ich habe jetzt statt 80 105% Schaden im Nahkampf, sehr geil. Why not both? Weil das Geld nicht da ist, du Doofnase. Siehst du doch, reicht halt nicht. Du hast hier noch irgendwas? Nee, ne? Keine Chance. Ich wollte erstmal mal das hier bei euch. Ganz viel davon, um meine ganzen Arcanas zu verbessern. Nahkampfschaden. Der ist zu krass für euch. Könnt ihr nicht mit umgehen, sage ich euch. Oh, doch nicht. Wie dicht muss ich denn dran sein für sowas? Ich weiß es nicht. Upsala. So, kaputt. Läuft. Achso. Ja, finde ich auch. Super weak. Mehr Leben wäre ganz cool, aber weiter verbessern wäre auch ganz cool. Ich habe meine Reaktion. Ich mach mal das hier. Ich meine, warum nicht zocken und essen? Weil das wie uncool ist. Mag ich nicht als Streamer, wenn man den Leuten was vorisst im Stream. Außerdem, wenn ich esse, kann ich schlecht zocken nebenbei. Ich hoffe, besonders spielen, aber ich habe gerade kein Spiel, wo ich so passiv spielen könnte, dass ich nebenbei essen könnte. Pam, pam, pam. Sau. Düpp, düpp, düpp. Nein, nein, mach das nicht. Zap, zap, zap. Lass das. Ah. Ups. Hui. Das war aber knapp. Hat mich fast getroffen. Sowas aber auch. Hui. Baum zerlegt. Bin ich frech oder was? Power-Apfel. Glaub, der gibt ein bisschen mehr. Ah, nee. Ah, siehst du das? Bei Charon ist zufällig, das hier ist halt bewusst. Mann, ja, das ist auch ganz geil. Ich habe schon gut Schaden. Ich würde sagen, ich mache ein bisschen mehr Lebensherstellungskraft. Und wisst ihr, ich brauche so viel Leben, damit es überhaupt triggert. Und jetzt habe ich entsprechend eine bessere Grenze dafür. Oh, mal hier, gleich geht's weiter damit. Läuft. Da, da. Wow. Au, au, au. Das dazu. Verkackt. Jetzt habe ich zu viel Leben, ich regeneriere nichts mehr danach. Kacke. Einmal treffen lassen gerade, das gibt's doch gar nicht. Oh. Ja. Kacke, das war's. Bin einen Buhn umsonst rausgeholt gerade. Schiete. Hä? Kein Schaden gemacht? Stümpert euch nicht. Pow.
Nein, 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 lass das. Aber ich hätte doch mal nur einen fest, den doch beide waren festgehalten gerade. Ach kack, jetzt kann ich aber nicht mich wieder heilen. Oh. Es sei denn, ich mache hier gleich weiter. Aber ich habe nicht, ich habe unter 50% Leben. Dennoch. Excellent. Ich mach's trotzdem. Die plus 2 dazu, immerhin. Trotzdem. Weiß noch nicht wieso, aber es gab 2 dazu. Nimm das und das und das. Doch, Heilung ist ganz geil. Aber es hat so ein Ding, wie gesagt, das bringt gegen Bosse gar nichts. Nur auf dem Weg zum Boss halt. Idealerweise ist man sowieso so einen Kampf möglichst nur Schaden bis zum Boss überstehen. Daher ist es fürs Endgame dann nicht das Geilste, was du haben kannst an Gaben. Also von Anfang an ist es ganz geil. Yeah, I got you, babe. Ah, nochmal es geht. Lass das. Du fang gar nicht erst an damit. Läuft. Ash of the Dead. Ich hab zwei, brauche nicht auf 32. Da gehen wir zum Händler oder was? Und Schmied Aphrodite, das will ich gar nicht. Oh, ich habe jetzt über die Hälfte Leben. Ich müsste eigentlich jetzt ausgeben, ja 100% voll Leben haben, oder? Poseidon! Das haben wir Schönes. Episches. Oh, episch. Mein Sprint, ja! Wie in Teil 1. Geil. Ich glaube, den hole ich mir gleich. Das ist super. Ach so, nee. Aber, oh, ich stecke weniger Schaden ein. Weil das Gegenteil zu dem eben gerade auch nicht verkehrt. Aber ich bin der Meinung, gerade in diesem Spiel ist Angriff die bessere Verteidigung. Also lieber offensiv als defensiv sein. Aber das ist natürlich super. Ich vertraue darauf, mein Leben jetzt voll gestärkt regeneriert zu bekommen. Weil 15 ist ja mehr als die Hälfte. Ich müsste eigentlich voll Leben haben danach. Das ist ja mein Boon dafür da. Soll ich jetzt 15 umsonst ausgeben? Das wäre Quatsch. Ist gar nicht ungesund, Kurin. Wie plus 2 bloß? Ich glaube, du plus 2. Oh, scheiße. You surpassed me before, yet I wonder. Was it your mastery over our craft? Or did the fates themselves perhaps provide a little nudge? Ich hab dich voll erlebt, ich weiß keine Chance, glaube ich. Come, Headmistress. Mist. If I could be provoked that easily, I'd stand no chance at all. Not even if the fates desired otherwise. Good fortune seldom comes to those in no position to receive it. Show me your victory was no mere accident. Momento, bitte, ganz kurz. Oh, Papa. Ich bin voll beschäftigt nebenbei, ne? Das ist cool, weil Livestream und so und zack. Okay. Angriff. Au. Also auch für sie, nicht für mich. Getroffen? Nein, ne? Nicht so richtig. Ach, das schon wieder. Au, ach fuck. Ich mach schon durch, ich mach schon eben gerade, weil Nahkampfkurs und so weiter, das war eben nicht gewesen. Ah, fuck, schon getroffen, ich bin so wie tot. Aber ich gebe zu, ich habe ja mit einer scheiß Einstellung gegen den Kampf angefangen, weil ich davon ausgehe, sowieso zu sterben, mit dem ich leben. Das, ich darf es nicht einmal immer getroffen werden, das war's. Ich bin ein bisschen abgelenkt gewesen, so. Sauerstoff ist auch ungesund, trotzdem macht's jeder. Boah. Gut so. Headmistress. Ah ja, passiert. Passiert. Streicheln. The Headmistress got me again, Phrynos. Again? Zum ersten Mal. Der dritte Haken, den ich meine Leben erhöht, wenn es manchmal Leben gab, statt Leben. Ich weiß nicht wieso, aber ich hätte eigentlich voll Leben haben müssen. Hab vielleicht was falsch verstanden oder das Spiel selbst ist falsch von der Information, ich weiß es nicht. This memory of all you lost. It stokes your want. Aber immer stimmt er gerade nicht. Ich hätte mich doch heilen sollen beim Charon. War nicht die beste Boon-Kombination. Who dares? Hallo. Hail Spirit. You invoke me? Nein. A scourge upon your bloodline for resummoning me, witch. Hey, everything okay there, Mal? Irgendwie. Oh, yes, Dora. It's just I should have gone farther that time. Flüssig darum regelt. I'll get more notes on your haunting later, all right? Oh, sure. Ah, sure.
cool. Okay. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache ein kleines Päuschen, schmeiß mal die Bestellmaschine an. Lass mir das Essen rüberliefern und dann in einer Viertelstunde so ist es bestimmt da. Mal gucken. Ich komme dann gleich wieder, mache noch eine Runde Hades, bis es klingelt und das Essen da ist. Und dann gibst du kurze Essenspause und danach geht's regulär mit dem Programm weiter. Alles klar, machen wir so. Coole Idee. Aber soweit, mega geiles Spiel. Bin sehr gespannt, wie das so weitergeht, sich entwickelt. Wir sehen uns und bestell Sushi. Nein, auf keinen Fall. Ja, Koma, ohne die Viertelstunde, manchmal ist das so. Das geht hier sehr schnell unter Umständen, das kann sein. Alles geben wird, mal gucken, überlege ich mir noch. Aber keine Sushi. Nix ist, Nukachi. So, bis gleich.